ここだ。これは契約封印。これでキュービはお前のものではなくなった。 Glückwunsch, da du in der IA eine Menge Sterne bekommen hast, wurde dein Geheimfaktor freigeschaltet. Was sind Geheimfaktoren? Es handelt sich um verborgene Videoclips, die abgespielt werden, wenn du Sterne sammelst. Sie sind in verschiedenen Kämpfen im ultimativen Abenteuer verborgen. Deshalb solltest du dein Bestes geben, alle zu gewinnen. Du machst deinen Titel alle Ehre, Hokage, indem du mich verletzt und vom 29. trennst. Aber eines Tages wird er mit mir mit Haut und Haaren gehören. Ich werde über diese Welt herrschen. Und es gibt viele Wege, dieses Ziel zu erreichen. Sein Tonfall verrät, dass er das völlig ernst meint. Aber jetzt... Beide Bonusanforderungen geschafft. Esra. Ein Kettenhemd mal 3. Und Schildkrötenpillen. Ganz viele Erfolge. Ach ja, und jetzt kommen die ganzen Punkte, die wir kriegen. Heldenpunkten und legendären Punkten. Minato, Jonin, als neuen Charakter freigeschaltet. Und Minato als Hokage. Und den maskierten Mann. Den dritten Hokage, also alle Charaktere, die wir gerade gesehen haben. Ein Ninja-Infokarten bitte halten, Nummer 864. Das ist fast wie bei Dragon Ball. Da hat man auch immer irgendwelche No-Name-Pillen bekommen. Dem Shop wurden neue Items hinzugefügt. Wir haben ihn aus dem Dorf vertrieben. Greif weiter ein, eine nach dem anderen. Der Arme, da kann er gar nichts dafür. Gamma Bunta! Ist aber riesig. Minato. Lord Vierter Hokage. Ich weiß. Hä? Minato, dass den 29 mit dir teleportiert? Da drüben. Er zögerte niemals, ungeachtet der sich nähernden Bedrohung. Bist du in Ordnung?
Er kämpfte bis zum Letzten, um zu schützen, was ihm teuer war. Irgendwie habe ich es soweit geschafft. Aber mir bleibt nicht mehr viel Chakra. Ich werde ihn stoppen, irgendwie. Es gibt Dinge, die ich schützen muss. Und solange ich das habe, schwöre ich, dies ist die Geschichte eines Helden. Werde ich niemals aufgeben. Die Geschichte eines Helden, der mir teuer ist. Prolog. Angriff des Neunschwänzigen fertigt. Dem Shop wurden neue Items hinzugefügt. Ja. Mein Save vorhin war nämlich nicht mehr verfügbar, musste ich nochmal von vorne anfangen. Deswegen bin ich auch mitten im Kampf gegen den maskierten Mann eingestiegen. Erfolg freigeschaltet, brennendes Konoha. Sehnsuchtsträger. Hoffnungsbringer. Mutig wandelt er im Angesicht des Todes. Selbst angesichts schwerer Notlagen. In sich trägt er ein unauslöschliches Feuer. Unermüdlich kämpft er für alle, denen er vertraut. Das ist ein Held. Die Tage ziehen vorbei. Und die Vergangenheit mündet in die Zukunft. Aber sein Name lebt weiter. Minato-sensei! Er hinterlässt seine Spuren in dem neuen Zeitalter. In einer Welt voller Verwirrung taucht sein Name wieder auf. Das ist ein Held. Ein frischer Wind, der Geschichte schreibt. Sein Name lautet Naruto Uzumaki. Nudeln. Und Sensei Kakashi bezahlt. Das könnte gar nicht besser sein. Naja, Sakura und du, ihr arbeitet hart am Wiederaufbau von Konoha. Ein Vorgesetzter soll seinen Untergebenen von Zeit zu Zeit belohnen, weißt du? Ich wünschte, Sai könnte auch dabei sein. Er muss noch etwas erlegen, das kein Aufschub duldet. Wir nehmen ihn das nächste Mal mit.
Hey, nur keine Sorge, das ist kein Problem. Ich werde das heißt Portion einfach mit verputzen. Naruto, das macht die Sache auch nicht besser. Wie auch immer, das war einfach wunderbar. Wenn man dich so erlebt, würde wohl niemand glauben, dass du der Held bist, der Konoha gerettet hat. Mann, bitte fang du jetzt nicht auch noch so da an. Das komme ich in letzter Zeit auf Schritt und Tritt zu hören. Und es macht mich ganz wuschig. Naja, du hast nun mal das Dorf gerettet. Das ist deine Tatsache. Die Menschen wollen Helden, zu denen sie aufblicken können. So sind sie nun mal. Wenn du meinst. Wie auch immer, nichts von einem spielt eine Rolle. Morgen geht es nur, dass wir so schnell wie möglich zu Ichiraku kommen. Das ist wahr. Warte doch mich, ihr leckeren Nudeln. Oh Mann, du bist echt der totale Nudelfreak. Zeitlich würde ich das jetzt direkt nach dem Kampf gegen Pain einordnen. Nachdem Konoha zerstört wurde, Naruto im Bündnis mit Pain die ganzen Leute wieder gerettet hat. Freie Bewegung. In einigen Szenen der Hauptgeschichte kannst du freie Bewegung benutzen. Mit freie Bewegung kannst du hingehen, wohin du willst. Du kannst die Umgebung erforschen, Gespräche führen und alle möglichen Ereignisse erleben. Figurensymbole. Figurensymbole werden über den Köpfen von Charakteren angezeigt, mit denen du sprechen kannst. Sie weisen auf das Ereignis hin, das eintritt, wenn du dich mit den jeweiligen Charakteren unterhältst. Figurensymboltypen. Das Ausrufezeichen ist ein Ereignis, das zur Weiterführung der Hauptereignisse in der Geschichte beiträgt. Das, was auch immer für ein Symbol, eine Feder, ist ein Ereignis, bei dem du Aufträge annehmen kannst. Es gibt noch viele andere Symbole, wenn du eines noch nicht kennst, sprich mit dem jeweiligen Charakter. Kartentyp wechseln. Es gibt drei Kartentypen. Bei freier Bewegung siehst du oben rechts eine Karte, die deinen aktuellen Standort zeigt. Mit der Back-Taste kannst du zu einer Bereichskarte umschalten. Über das Startmenü gelangst du zu einer Karte der kompletten Ninja-Welt. Speicherinfo. Fortschritt speichern. Nach manchen Ereignissen in der Hauptgeschichte speichert das Spiel automatisch. Außerdem kannst du bei Speicherpunkten speichern, die in jedem Gebiet zu finden sind. Du kannst bereits gelesene Tutorial-Nachrichten erneut lesen, indem du im Startmenü die Option Tutorial auswählst. Wenn du vergisst, wie irgendwas funktioniert, lies es einfach im Tutorial nach. Das sind aber einige. Gutscheine. Gutscheine verschaffen dir Rabatte. Benutze vor dem Einkaufen einen Gutschein, damit der Preis um die Summe auf den Gutschein reduziert wird. Gutscheine sind im Werkzeugladen bei Händlern und in Warenhäusern gültig. Oh, ich kann laufen. Hier sind ganz viele Ereignisse. Und kein Briefkasten. Oh Gott, das Startmenü. Im Startmenü gibt es viele mögliche Menüs, die dir bei deinen Abenteuern helfen. Dort kannst du deine Items nutzen oder ansehen, deine aktuellen Fortschritte nachverfolgen und noch vieles mehr. Verzeihung. Ninja-Welt-Zeitleiste. Das wäre doch mal interessant. Ich hoffe, das Menü ist jetzt nicht so groß. Die Ninja-Welt-Zeitleiste ist eine chronologische Liste aller Kämpfe und Legenden in Naruto und Naruto Shippuden. Dort kannst du Kämpfe nachspielen, Videos noch einmal ansehen und Erinnerungen an berühmte Kämpfe nochmals durchleben. Oh, 232 Szenen gibt's. Kindheit, Shippuden, erste Hälfte. Prolog, Angriff des Neunschwänzigen. Einmal auf Konoha. Warum fehlt dir was? Ich hab doch alles gehabt. Fragezeichen-Story. Hier gibt's auf jeden Fall einige Ereignisse zu spielen. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. In der Itemliste kannst du dir das Ninja-Werkzeugset ansehen, deine Items betrachten oder benutzen und wichtige Items überprüfen. Um ein Ninja-Werkzeug Anpassungen vorzunehmen, musst du zuerst entweder die Helden- oder Legenden-Item-Palette wählen. Dann wird die entsprechende Ninja-Werkzeugliste angezeigt, worauf du die Werkzeuge mit der erforderlichen Stufe anpassen kannst. Nachdem du die Anpassung deiner Ninja-Werkzeuge abgeschlossen hast, wähle mit Hilfe des Steuerkreuzes entweder deine Helden- oder Legenden-Item-Palette aus und drücke X. Damit wählst du die Palette mit den entsprechenden Ninja-Werkzeugen, die du im Kampf im Einsatz bringen kannst.
Aber an dieser Stelle erstmal ein Cut.